Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Palia. Ja, eigentlich wollte ich nur meinen ganzen Kram, weil ich nämlich ziemlich voll bin aktuell, wollte ich nur mal eben abgeben. Und auf einmal steht der gute Tau vor mir und ich habe keine Ahnung, was der jetzt von mir will. Da würde ich mal gerne mit ihm reden, wenn man das so nennen kann. Wuhu. Ja, hi Boy. Tau is holding a small package in the mouth. Er hat ein kleines Paket im Mund. He drops it at your feet and waits. Okay, wir öffnen das Paket. Hoffe ich, dass wir das noch drin haben, obwohl wir so viel in... Also, da können wir nichts mehr reintun, ne? Ich brauche was zum Verkaufen, ganz dringend. Nee, das ist ja hier... Moment. Splintholz. Splintholz kann ich verkaufen, weil was will ich damit? Wieso geht das jetzt nicht automatisch darüber, wenn ich klicke? Steine. Ich weiß nicht, warum es nicht rübergehen will. Keine Ahnung. Ich muss es jetzt alles selber rüberziehen. Steine kann ich auf jeden Fall auch wegtun. Mujin-Mähne. Ich schätze mal, das bräuchten wir noch. Falls wir das mal... Das bräuchten wir noch, falls wir das mal benötigen, wollte ich gerade sagen. Das ist ja ein geiler Satz jetzt gewesen. Sonnentropflilie, die brauchen wir definitiv nicht. Wir brauchen nur hier diese Dornröschen, wollte ich schon wieder sagen. Dorngänseblümchen. Und Gewürzsprossen. Da können wir auch beide Arten... Kann man die anpflanzen? Oh, was ist jetzt los? Hallo? Also, kann man nicht anpflanzen oder so, ne? Deswegen, nee, die können wir auch wegziehen. Ja, ja, ja. Ach so, genau, das müssen wir auf jeden Fall auch noch reintun, weil das verkaufen wir ja immer. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die Austern brauchen wir nicht, die Muscheln. Aber ich lasse mal eben beides drin, weil wir ja noch was brauchen für die Quest. So, dann machen wir jetzt mal eben schnell das Paket auf. Da ist lila Drehfeuerwerk drin. Okay. Und jetzt... das ist wunderbar. Das findet er auch. Oh, ich finde das so genial. Kann man eigentlich dabei? Ah, nee, schade. Das. Ja, Moment, 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 Moment. Nein, nein, nein. Hallo? Och, warum ist da jetzt dieser dämliche Dings unten drin? Mann. Warum komme ich jetzt nicht mehr raus? Ich bin mir nicht sicher. Hallo? Der ist im Laden, damit er wieder rausgeht, oder was? Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's mit der Kamera kaputt gemacht. Vielleicht sollte ich vorher mal eben... Ich kann noch nicht mal das Bild jetzt... Bild machen kann ich, aber ich kann es noch nicht mal bewegen. Ich hab's tatsächlich kaputt gemacht. Es tut mir leid, Leute. Ich glaube, ich muss nochmal aus dem Spiel raus und wieder reingehen. Obwohl, Menü komme ich rein. Aber das andere kann ich nicht... Oh, das ist nicht euer Ernst. Die Gameplayerin macht das Spiel kaputt. Ey, das war so klar. Ich mache mal kurz einen kurzen Cut. Ich muss das Spiel nochmal neu starten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich wollte doch nur ein Foto machen, verdammt. So, wir sind wieder da. Mal schauen, ob wir jetzt mit Tau reden können. Ich drücke auch nicht den Fotomodus. Ja, das ist immer noch wunderbar, Tau. Okay, jetzt habe ich die Quest abgeschlossen. Perfekt. Tau Lixior. Bitte was? Das hört sich pervers an. Kann man mal einen übersetzen, was Palm heißt? And then trust away looking proud of. Also er ist auf jeden Fall froh, also stolz auf sich selbst. Und ich glaube, er geht wieder. Er geht wieder. Ja. Abgesehen mal von dem kleinen Desaster, dass ich das Spiel kaputt gemacht habe mit dem Fotomodus. Das muss überhaupt auch erstmal einer hinkriegen. War das jetzt keine besonders lange Szene. Deswegen würde ich sagen, den Rest hänge ich einfach mal dran. Ja, ich bin jetzt gerade noch mal nach Hause gegangen und da habe ich gesehen, dass ich neue Post bekommen habe. Tamala, sei gegrüßt, Gameplayerin. Findest du nicht auch, dass die Nächte in letzter Zeit ein bisschen kühl waren, Liebling? Hier ist eine Kleinigkeit, um diese kalten Nächte ohne mich zu wärmen. Und schau doch bald wieder vorbei. Mhm.
Achso, das sind Wurzeln. Ich dachte, das wären Bäume. Okay, na gut. Na gut, dann haben wir das gelesen. Eloisa, sei gegrüßt, Gameplayerin. Dringend, nur für dich. Wenn Saleri dir einen Brief schickt, ignoriere ihn und komme zu mir. Sie wurde von bösen Mächten beeinflusst und man darf ihr nicht trauen. Okay. Verbrenn diesen Brief nach dem Lesen. Ja, gut. Hey Gameplayerin, hast du die Kälte in der Luft gespürt? Hast du den Schnee auf dem Boden gesehen? Das bedeutet, dass es fast meine Lieblingszeit des Jahres ist. Winterlichter. Ja, ich frage mich auch, warum es hier nirgendwo ein Event gibt. Ich weiß, dass du ganz neu auf der Welt bist und nicht weißt, was Winterlichter sind. Jedenfalls ist es dein Fest, bei dem wir den Leuten, die uns wichtig sind, Kerzen anzünden, um die Hoffnung auf einen neuen Frühling in der neuesten Zeit des Jahres zu symbolisieren. Das war streng genommen Halloween, aber okay. Im Laufe der Jahre hat es sich in eine lustige Tradition verwandelt, bei der wir mit den Leuten, die wir lieben, essen und Geschichten austauschen. Da ich gesehen habe, dass du aufgetaucht bist, dachte ich, es wäre gut, dir zu zeigen, worum es bei dieser Tradition geht. Schickte dir eine Kerze. Geiler Satz. Was? Du kannst sie anzünden und dich mit jemandem austauschen, der dir wichtig ist. Oder den du besser kennenlernen möchtest. Ich habe dir eine Kerze geschickt. Achso, von Gina kommt das. Okay. Du kannst sie anzünden. Das ist das Gleiche. PS. Hekla hat mir erzählt, dass die Menschen um diese Zeit einen Baum ins Haus bringen und ihn für einen Feiertag namens Frostwende schmücken. Das kommt mir ein bisschen komisch vor, aber ich dachte, es könnte Spaß machen, die Traditionen zu verbinden. Also habe ich dir einen Baum geschickt. Vielleicht kannst du die Dekoration von den Leuten bekommen, mit denen du die Kerzen anzündest. Nur so ein Gedanke. Du musst es nicht tun, wenn du denkst, dass es doof ist. Okay, also wir haben einen Baum bekommen und das passende Rezept. Und eine Winterlichterkerze mit passendem Rezept. Silberner Kerzenständer für die Winterlichter. Okay. Holen wir uns natürlich mal direkt alles. Ist eine coole Idee, dass man den geschenkt bekommt. Wie gesagt, ich habe mich schon gewundert, warum ich nirgendwo ein Winter-Event gefunden habe. So ein Halloween. Ein Weihnachts-Event oder so. Hallöchen, viel Spaß bei den Winterlichtern und so weiter. Um es gleich zu sagen, hier gibt es keine saisonalen Rabatte. Ja. Wäre ja auch so einfach. Stattdessen habe ich mir eine schlaue Herausforderung ausgedacht, um das Fest auf Grimalkin Art zu feiern. Ich habe 7 Geschenke im Dorf versteckt, die du stehlen kannst. Hallo? Weißt du, da wo ich herkomme, verschenken wir nicht einfach Geschenke. Wir stehlen sie uns gegenseitig. Ich habe versucht, es dir nicht so schwer zu machen. Schließlich ist es dein erstes Jahr und so. Ich habe sie nicht mal mit einer Sprengfalle versehen oder so. Zumindest nicht mit Absicht. Was? hier sind ein paar Tipps, denen ich auf dieser Saison, denn ich bin auf dieser Saison großzügig. Man sollte nicht gleichzeitig die Fotokamera rausholen, weil ich weiß nicht, ob man das jetzt im Nachhinein nochmal angucken kann. Ich fotografiere das lieber mal und habe es natürlich direkt mit Blitz fotografiert, was ziemlich dämlich war, weil man dadurch nichts mehr lesen kann. So, erstens, das erste macht im Gasthaus ein Fass auf. Könnte natürlich auch unten irgendwo sein. Das zweite mühlt im Wasser bei meinem Haus rum. Bei seinem Haus im Wasser. Also sein Haus, nicht das, wo er verkauft, oder? Das dritte ist unter einer Brücke in einer Nähe eines wässrigen Grats. Nummer 4 sieht den Ormus beim Klappern zu, wie beim Klappern. Das ist den Galt. Nummer 5 beobachtet das Bootshaus von einer Klippe hoch oben. Das Bootshaus, Bootshaus. Was für ein Bootshaus? Es gibt ja kein Bootshaus. Der meint jetzt nicht diese Grotte da von unserem Roboter, oder? Ach so, oder das Haus selber wahrscheinlich. Also dieses Häuschen, was er da im Wasser hat. Das 6. ist kurz vorm Schwimmen gehen. Das 7. ist in einem großen Haufen. Finde es und gewinne. Ja, geil. Irgendwo ist dann so ein großer Haufen, den ich dann ausbuddeln soll. Ja, Schätzelein, du hast auch nicht viel verstanden, ne? Achso, wir setzen aber erstmal den Bus, wollte ich gerade sagen. Ja, ich bin heute ein bisschen neben mir, ich gebe es zu. Wir setzen heute erstmal den Weihnachtsbaum hin. Ich würde sagen,
Das machen wir mal ganz schick. Direkt neben die Lampe. Dann machen wir das mal hier. Das mit der Lampe ist zwar ein bisschen doof. Eigentlich müsste man den ja so ein bisschen ins Eck stellen. Stimmt, hier hatte ich ja auch noch was. Das sind die Kräuter. Ach, ich habe die Dinger gar nicht verkauft. Ups. Und das ist die Kerze. Muss ich mit der Kerze irgendwas machen? Ich muss sie doch, wenn ich das richtig verstanden habe, nur mitnehmen und dann benutzen, um irgendwie was anzuzünden oder sowas, ne? Gegenstand kann nicht verkauft werden. Neuigkeiten? Geschenk für mich. Danke, dass du Palia spielst. Ja, cool. Ein Geschenk mit Fragezeichen. Ach, ja, dann aus dem Twitch-Stream, genau. Da haben wir dieses wuschelige kleine Etwas. Also ich habe es. Dann, keine Ahnung, was das darstellen soll. Müllschlucker oder so? Feiere Palias neues Cross-Progression-Feature und springe mit diesem zeitlich begrenzten Geschenk zwischen den Plattformen hin und her. Okay. So, dann gibt es noch ein Geschenk mit, schade, kann man jetzt so nicht angucken, mit zwei Wänden, denke ich mal. Schneeflockentapete und Holly-Tapete. Und wir bekommen 100 Schneebälle. Ich hoffe, die schmelzen nicht. Einlösen fehlgeschlagen. Belohnung konnte nicht zugestellt werden. Ach so, habe ich volles Inventar? Nee. Mein Inventar ist doch nicht voll. Wird das anders gestapelt oder so? Dürfte eigentlich ja nicht. Ich will die doch nur abholen. Tja. Muss ich wohl, wenn ich offline bin, mal den Kundendienst Bescheid geben, dass da irgendwas nicht mit funktioniert. Falls ihr da auch Probleme mit habt, schreibt es mir gerne unter die Kommentare, damit ich weiß, ob das jetzt nur bei mir so ist. Und natürlich auch, wenn ihr eine Lösung gefunden habt, damit ich weiß, was ich machen kann. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür diese Schneebälle sind, keine Ahnung, aber es sieht schon sehr schön aus mit dem Baum hier. Der ist so null geschmückt irgendwie. Aber gut, er hat zumindest so ein bisschen die Farben davon. Was ist denn das fünfte hier? Dies mit dem Fragezeichen. Kleiner Palkatzen-Party-Teppich. Was für ein Ding? Mit diesem kleinen Palkatzenteppich wird deinen Kumpels von Neid das Feld zu Berge stehen. Sie werden sich so verliebt sein. Okay, gucken wir mal. Können wir das irgendwo hinlegen? Ach, das ist ein groß... Ah, okay. Die könnten wir eigentlich hier so in die Ecke legen, oder? Das sieht doch bestimmt ganz nett aus. Und dann haben wir ja noch diesen einen bekommen. Den Wuschel. Oh, der ist noch größer als die anderen. Das ist doch cool. Den Wuschel hier, den stellen wir mal... Oder? Können wir den da draufstellen? Och, wir können den gar nicht da draufstellen. Warum kann man den nicht auf den Teppich stellen? Mal ganz ehrlich... Liebe Palia-Leute, wieso kann ich den nicht auf den Teppich stellen? Was soll das? Ich stelle den mal hier hin. So, das ist wirklich immer einiges größer als die Chapas hier. Na gut. Ach so, und diesen komischen Mülleimer oder was das sein soll. Wo stelle ich das Teil denn hin? Ich habe keine Ahnung. Ich stelle es erstmal hier so in die Ecke. So nah wie möglich. So. Ja, ich will es aber jetzt nicht öffnen. Weil das hat ja irgendwas mit dem Hin- und Herreisen zu tun, haben sie ja gesagt. So, dann schauen wir mal. Die Sachen können wir noch reintun. Das Brett lege ich jetzt auch erstmal noch ab. Die Wurzeln. Heiße Hitzewurzel. Wärmt von innen heraus. Hört sich so nach Tee an irgendwie. Hier ist gar nichts mehr frei. Okay. Ich sollte eigentlich jetzt auch Gold bekommen haben, fällt mir gerade ein, aber das habe ich irgendwie scheinbar überhaupt nicht mitbekommen. Dann, Moment, das können wir noch wegtun. Die würde ich gerne noch behalten für einen neuen Busch. Ich weiß aber nicht, ob ich noch andere davon habe. Dann machen wir das erstmal so. Ja, und die Möhre müssen wir natürlich noch mitnehmen. Oh Gott, dann haben wir schon wieder spät am Abend, das ist doch nicht wahr. So, eigentlich wollte ich das anders machen, aber ich würde sagen, da wir jetzt diese nette Quest mit den Paketen bekommen haben,
dass ich mich jetzt erstmal aufmache und erstmal schaue, wo die Pakete sein könnten. Eins weiß ich noch, soll von irgendeinem hohen Berg Richtung Bootshaus zu finden sein. Was ist denn mit denen hier? Das ist aber nur Deko, oder? Ja, das sieht mir nur nach Deko aus. Ach so, oh, da läuft man irgendwo vorbei und auf einmal dingelt's hier. Da denkt man natürlich im ersten Moment erstmal, was war das? Ich habe wieder irgendwas gemacht. ich suche mir mal diesen Berg, beziehungsweise ich guck mal, ob ich was herausfinden kann. Otassian ist auch und mit dem müssen wir auch noch reden. Das ist doch gemein, gemein, gemein. Ja, und was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich denn die Pakete gefunden habe, werde ich euch dann immer wieder hinzuschalten, sodass ihr natürlich auch wisst, wo diese Pakete versteckt sind. Ich kann nicht mehr sprechen heute. Also, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Gasthof, weil ich bin ganz ehrlich, nee, das ist die Schmiede. Moment, ist das jetzt nur Deko da oben, oder? Komme ich gar nicht hin, oder? Wie komme ich denn da hin? Aber das ist eine Kiste. Also Kisten müssen wir eigentlich holen können. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Ich habe ja hier nichts, wovon ich jetzt irgendwie runter könnte oder so. Oder kann ich von vorne hochklettern? Auch nicht. Das ist ja mal richtig doof gemacht. Ich glaube, ich weiß, wo eins ist und ich komme nicht ran. Weil es muss das sein. Ich meine, das ist am Leuchten und alles. Aber ich komme nicht ran, weil ich hier nirgendwo auch raus kann oder so. Können wir denn... Hinten ist was, wo wir rausgucken können. Die haben übrigens alle jetzt anscheinend irgendwelche neuen Quests oder so. Oder ich kann mit den allen reden. Ach nee, ich glaube, ich weiß, was das ist. Wir müssen ja auch die Sache mit den Lichtern machen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier rausgehe... das ist ja in der Richtung, glaube ich. Ah, nee. Ich fliege doch nicht... Oh, nicht ganz runter. Ah, perfekt. Perfekt. Winterlichter Goldkranz. Irgendwas mit Ruhe und noch was. Ja, cool. Damit haben wir dann schon mal einen gefunden. Ich muss auch gestehen, ich habe auf keinen der Hügel was gefunden. Bei dem... bei dem Bootshaus. Deswegen musste ich jetzt hier erstmal anfangen. Also, ich hatte mir das eben auch aufgeschrieben. Gasthaus kann ich direkt schon mal durchstreichen. Da sind wir jetzt gewesen. Dann müssen wir mal schauen, wie das hier noch ist. Also, das erste macht ein Fass auf. Das war das Gasthaus. Das zweite mühlt im Wasser bei meinem Haus rum. Tekis Haus. Wenn die beiden da unten schlafen. Ich meine, das Haus wäre von jemand anderem. Dann kann der doch eigentlich nur hier oben schlafen. Nehme ich an. Ich mache jetzt da mal eben einen Wegpunkt hin. Mal eben schauen. Weil ich würde jetzt das ungerne machen mit diesen Kerzen zwischendurch, wenn ich noch nicht fertig bin mit den Geschenken. Entweder finden wir das jetzt auf Anhieb. Wo ist denn das Haus jetzt gewesen, wo ich markiert habe? Was war das hier? Entweder finden wir das auf Anhieb oder halt eben nicht. Mühlen. Ah! Ja, und da haben wir es auch direkt schon auf Anhieb. Ich wusste es. Also wenn man irgendwas findet, dann entweder auf Anhieb oder nach langer, langer Suche. Okay, das war die Sache mit Zekis Haus. Und dann das dritte ist unter einer Brücke in der Nähe eines wässrigen Grats. Brücken haben wir hier drei.
4 eigentlich. Hier ist auch noch eine. Ja gut, hier ist auch noch eine kleine. Ja, wir haben eigentlich... Wir haben mehrere. Ich fange mal hier oben an zu suchen und dann hole ich euch gleich wieder hinzu, wenn ich was gefunden habe. Bis gleich. Unter einer Brücke in der Nähe eines Westengrats. Ah, Moment, da ist doch was. Im Wasser liegt es. Ach du Schande, wie soll ich das denn holen? Das kann ich ja auch nicht angeln oder so. Bin ich hier kaputt, wenn ich hier runtergehe? Ich bin mir nicht sicher. Ah nee, okay, kann man einfach so ins Wasser gehen. Ach, herrlich. Ich habe gerade schon gedacht. Ja, und wir befinden uns gerade hier oben, unterhalb der Spiegelfelder. Da habe ich das Teil gefunden. Ah, da ist es schon. Hallöchen. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt da hoch? Ach, komm auch so. Okay. Perfekt. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, weil ich bin davon ausgegangen, dass die Ormus die großen waren. Und da habe ich mir gedacht, die vielen Ormus, die sind natürlich hier in der Ecke. Und da habe ich es jetzt auch gefunden. Ach, da oben. Oh. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Von wie? Ah ja, komme ich aber von hier aus dran. Ja, perfekt. Wir befinden uns jetzt gerade hier unten in der Nähe vom Gedenkgarten, unten links an diesem Steg. Und da hieß es ja, dass das Sechste ist kurz vorm Schwimmen gehen. Und das ist dann wahrscheinlich mit dem hier gemeint. Da muss ich jetzt noch den großen Haufen finden. Und ja, die Sache mit dem Bootshaus. Nein, das ist jetzt nicht. Ah, das siebte Teil mit dem großen Haufen habe ich jetzt gerade hier gefunden. Da, wo dieser Kreis ist, oberhalb vom Anwesen des Bürgermeisters. Und zwar gibt es hier einen Weihnachtsbaum und hier mitten in so einem Schneehaufen finden wir das Ganze unter den Geschenken. Ach, das ist das Bootshaus. Ja, ihr Lieben, ich habe die letzte Truhe gefunden, die so komisch beschrieben ist. Nummer 5 beobachtet das Bootshaus von einer Klippe hoch oben. Ich bin ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das Bootshaus hier hinten ist, wo der Einor die ganze Zeit auf uns wartet. Aber ich bin jetzt gerade hier links auf diesen Hügel, unterhalb vom, beziehungsweise das soll der wahrscheinlich sein, beim Blattgrillenhügel hier unten. Und ich wollte mir eigentlich eine bessere Übersicht verschaffen und einfach mal auf die hohen Hügel steigen und überall mal ein bisschen gucken. Ja, und das da, denke ich mir mal, wird wohl das Bootshaus sein, was die gemeint haben. Und direkt hier auf der Seite habe ich es dann letztendlich noch gefunden. Ja, ich war schon ein bisschen am Verzweifeln, weil es sind mittlerweile 2 Tage vergangen und wir haben schon wieder morgen. Na super. Aber das war schon, ja, das war eine ganze Menge Arbeit, die wir jetzt hier hinter uns gebracht haben. Dann würde ich sagen, dann machen wir noch die Sache mit den Kerzen. Zünde 8 Kerzen mit Dorfbewohnern an. Optional wären sogar 24. Das ist dann das hier. Ja, das andere war dann nur so irgendwas, was man sich nicht angucken kann. Habe ich mich jetzt erschrocken. Warum bist du denn jetzt noch da oben? Das andere war dann nur was, was man sich nicht anzeigen lassen kann. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir jetzt erstmal zu den ganzen Dorfbewohnern hin und zünden mit denen eine Kerze an, vorausgesetzt, ich kriege das hin.
herauszufinden, wie das geht. Also ich vermute ja immer noch, dass man nur mit denen reden muss. Weil die halt alle auch dieses Fähnchen oben drüber haben. Ja, perfekt. Einmal plaudern wir natürlich auch nochmal kurz mit dem. Und dann möchtest du eine Kerze mit mir anzünden. Uhui! Ich wusste, dass du dieses Dorf erhellt hast, Gameplayerin. Ich wusste nur nicht, dass es wortwörtlich gemeint war. Lass mich nachdenken. Für das nächste Jahr hoffe ich auf eine gute Ernte und dass Delilah und die Jungs glücklich sind. Geh nicht so schnell weg. Ich habe auch etwas Kleines für dich. Hoffentlich hebt das deine Stimmung genauso wie das Anzünden dieser Kerzen meine. I always appreciate your visits. Und was haben wir jetzt bekommen? Ich habe gar keinen Platz mehr. Also keine Ahnung, was wir jetzt bekommen haben und was jetzt genau aus den Kisten war. Ich muss mal beim nächsten drauf achten. Vielleicht kriegen wir ja auch immer das Gleiche. Wer weiß, wer weiß. Ja, das war jetzt aber wirklich doof, dass ich nicht drauf geachtet habe. Oder was ist das hier? Holzornament? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Goldteller. Oh je, wenn ich jetzt hier aber weiterlaufe, dann habe ich gleich überhaupt gar keinen Platz mehr. Wir können noch mit Delilah sprechen, mit ihr noch eine Kerze anzünden. I can always make room at the table for one more. Ja, lass uns kurz plaudern. So, möchtest du die Kerze mit mir anzünden? Dich mit dieser Kerze zu sehen, wärmt nicht nur mein Herz, sondern auch mein Herz. Ich hoffe, dieser kleine Schmuck hilft dein Zuhause winterlich Kerzenornament zu erwärmen. Don't be a stranger now. Ja, ich würde auch gerne weitermachen. Ich weiß, ich weiß. Wobei, doch, bei ihm können wir nochmal schnell was abgeben. Aber da kriegen wir bestimmt auch was, ne? Ich würde sagen, ich porte mich mal eben ganz schnell auf mein Grundstück und tue die Sachen mal weg. So, ein bisschen Platz habe ich jetzt wieder. Leider auch nicht so übermäßig, aber wir tun unser Bestes. Zeki ist jetzt natürlich am Schlafen. Was ist denn hier vorne? Wir haben jetzt 8 Uhr morgens. Normalerweise ist ja entweder der gute Hassian hier. Den sehe ich jetzt allerdings nicht. Oder der... Oder? Nee, das ist ein Spieler. Hm. Ah, Moment, da läuft einer. Das ist jetzt keiner von beiden, die ich jetzt gerade im Kopf hatte. Aber egal, ich muss Kerzen anzünden, also bleib stehen. Plaudere kurz mit mir. Möchtest du eine Kerze mit mir anzünden? Oh, eine Winterlichtkerze. Das bedeutet, ich darf dir meine Hoffnungen und Träume erzählen. Mal sehen, was möchte ich für nächstes Jahr? Wir bleiben einfach hier drin stehen. Schade. Ich wollte gerade sagen, bis sie aufhört zu klatschen. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr mehr tolle Freunde finde, so wie dir. So wie bei dir. Ach, ich kann auch nicht mehr lesen, Leute. Tata! Dann gehen wir nochmal schnell zu Einor. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kerzen wir jetzt schon angezündet haben, aber wir wollen am besten natürlich alle anzünden. Ich denke mal, 24 werden wohl alle Einwohner sein. So, eine Kerze. Ich sehe, du hast mir einen Wachsstäbchen gebracht. Einen Wachsstäbchen, okay. Ich glaube, es ist üblich, seine Wünsche für die folgenden Jahreszyklus zu äußern, während man einen solchen Wattestäbchen anzündet. Einen solchen Wattestäbchen. Achso, Wachsstäbchen. Wieso lese ich immer Wattestäbchen? Aber trotzdem ist es ein Stäbchen und nicht einen Stäbchen. Lass uns sehen. Ich wünsche mir, weiter fischen zu können und dass du diesen schönen Schmuck genießt. Welchen Schmuck? Achso, der hat mir was gegeben wahrscheinlich. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Hinten läuft, glaube ich, jetzt gerade keiner rum. Keine Zeit, keine Zeit. Wir wollen jetzt erstmal die Sache machen. Kann ich das nicht so lange eigentlich hier reinsetzen? Moment, machen wir das mit der Karotte erstmal raus und das rein. So, damit ich das wenigstens mal so ein bisschen beobachten kann, wie viel ich jetzt schon gemacht habe und so. Ist da einer drin? Ja, der Bürgermeister kommt gerade.
Das ist optional, aber wir nehmen natürlich alles Optionale jetzt mal mit heute. Hallöchen! I am so glad to see you. Das ist toll. Plaudern können wir auch. Kennen wir alles schon? Möchtest du eine Kerze mit mir anzünden? Oh, eine Winterlichtkerze. Ich bin so aufgeregt. Als Esche mir ihre gab, sagte sie mir, ich solle in Stille hoffen. Was? Jedenfalls ist meine Hoffnung für das nächste Jahr, dass ich die Bürgermeisterwahl verliere. Skandalös, ich weiß. Aber es würde mir mehr Zeit mit meinen Pflanzen geben. Und Esche macht sowieso die ganze Regierungsarbeit. Alrighty. Back to reading this month's ja. Können wir absolut nachvollziehen. Können wir alles verstehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss erst mal gucken, wer jetzt wo überhaupt ist. Die ist weiter weg, oder? 400. Das müsste Ref sein. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Sie ist auch nicht da, oder? Nee. Fangen wir erstmal hiermit an. Hallöchen. So, want some soup? Nein, ich will keine Suppe. Möchtest du eine Kerze mit mir anzünden? Ich war so beschäftigt, Essen für das Festtagsmenü des Gasthauses zu machen, dass ich irgendwie vergessen habe, mir zu überlegen, was ich sagen wollte, wenn mich jemand bittet, eine Kerze anzuzünden. Nun, ich hoffe, dass Tisch im Dorf weiterhin gedeiht. Und ich hoffe, dass die Leute endlich den Wert einer guten Salatsuppe erkennen. Da kann er, glaube ich, lange hoffen. Okay, jetzt ist er auch schon wieder weg. Oh, Leute, wo seid ihr denn schon wieder alle hin? Aber er ist doch noch da. Ist er hinter meinem Rücken rumgelaufen oder schläft er? Beziehungsweise läuft jetzt hier oben rum. Da ist er. Hallöchen. Can I trouble you for a moment? So, mal eben. Vielen Dank dafür. Ja, wir hatten das schon mal, aber ich habe es jetzt nicht gelesen. Möchtest du eine Kerze mit mir anzünden? Ich freue mich, dass du mich in deiner Feiertagsfeier einbeziehen möchtest. Seit mein Junge in die Hauptstadt gegangen ist, hatte ich niemanden mehr, mit dem ich zu dieser Jahreszeit eine Kerze anzünden konnte. Ich habe kaum noch andere Wünsche für das nächste Jahr. Das ist alles, was ich wollte. Stay safe, friend. Ja. Ich bin echt schon am Überlegen, ob wir das Ganze nicht abkürzen sollen und tatsächlich nur diese 8 machen sollen. Weil das dauert ja doch schon ziemlich lange jetzt hier. Und die Folge ist halt auch sehr, sehr lange. Da ist noch einer. Oh, hello. So, einmal kurz plaudern. So, möchtest du eine Kerze mit mir anzünden? Natürlich zünde ich mit dir eine Kerze an. Es ist schließlich die Zeit, die Saison zu feiern. Meine Wünsche für das nächste Jahr sind, mich meiner Familie anzuschließen und das nie endende Gefühl der Sehnsucht zu stillen, das unter meiner Brust versteckt liegt. Tata! Ja. Kehr nach Hause zurück und schau, was als nächstes passiert. Ah, okay. Dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, ich mache jetzt noch die 24 voll. Nur es wäre halt zu viel für diese Folge, dass wir uns das jetzt alles angucken und anhören können. Ups. Mit ihm wollte ich doch jetzt eigentlich gar nicht... Willst du kaufen oder verkaufen? Sag mir bitte, dass du kaufen willst, denn aus Gründen, die ich hier nicht erläutern will, brauche ich plötzlich sehr viel Geld, wenn du eine Strömungsbatterie verkaufst. Nun, ist das nicht ironisch? Mein Problem klingt plötzlich sehr nach deinem Problem. Ah, sieh mal, deine Magistratin hat gerade einen einzigen Gegenstand aus meinen Beständen beschlagnahmt und ich wette, dass du errätst, um welchen Gegenstand es sich handelt. Eine kleine magische tanzende Chapata-Statue. Nun, das war Zeitverschwendung. Ja, welchen Gegenstand hat sie genommen? Die Strömungsbatterie. Sie hat mich Werbung dafür machen hören und ist hereingeschneit. Siehst du, es ist legal für mich, diese Strömungsbatterie zu besitzen. Es ist nur nicht legal, sie an einen Majiri zu verkaufen.
Und da sie es weggenommen hat, bevor ich es verkaufen konnte, naja, ich habe nichts Falsches getan. Ash ist eine kluge Frau. Sie weiß, dass sie nicht auf festem Grund steht. Aber jetzt ist die Sache in Papierkram und Petitionen verstrickt. Sie versucht, mich mit Bürokratie zu ermüden. Es könnte Monate, vielleicht Jahre dauern, bis ich diese Batterie zurückbekomme. Was bedeutet, dass es Jahre dauert, bis du es mir für einen hübschen Preis aus den Pfoten ziehen kannst? Es sei denn... Zeit für einen Raubzug? Bitte sag, es ist Zeit für einen Raubzug. Du hast meine Gedanken gelesen, Kumpel. Schau mal, sie hat sie illegal beschlagnahmt. Also ist es nur fair, dass wir uns sie zurückholen. Wenn du mir hilfst, bekommst du die Batterie umsonst. Esche 1 auszuwischen ist hunderte dieser Dinger wert. Ich bin mir nicht sicher. Nee, aber ich sag mal, das würde bestimmt Spaß machen. Oh, das ist es. Das würde bestimmt Spaß machen. Oh, das ist es. Okay. Raubzüge sind so etwas wie ein nationaler Zeitvertreib für mein Volk. Nie einen langweiligen gehabt. Also, hier ist der Plan. Escher hat die Batterie mit Sicherheit irgendwo im Rathaus eingeschlossen. Aber ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass sie den Generalschlüssel immer bei sich trägt. Es trifft sich, dass heute Abend ihre und Kenleys Jahresparty ist und das ganze Dorf ist eingeladen. Wir beide werden also auf einer Party sein. Wenn die Zeit reif ist, lenkst du sie ab und ich ziehe den Schlüssel ab, wenn sie nicht hinsieht. Einfacher als ein Kätzchen Milch wegzunehmen. Was ich übrigens niemals tun würde. Ich bin doch kein Monster. Wir können also gar nicht verlieren. Mir fallen ungefähr 50 Möglichkeiten ein, aber deinetwegen mache ich mir nur um dies Sorgen. Halte dich an den Plan und wir sind im grünen Bereich. Triff mich heute Abend und wir lassen das krachen, ja? Und wenn du schon zu spät kommst, dann sorge dafür, dass es elegant ist. Ja, eigentlich plaudern natürlich auch, aber wollte ich ja nur eine Kerze mit ihm anzünden, die letzte. Klar, aber anstatt dir von meinen Hoffnungen und Träumen zu erzählen, werde ich dir von einer besonderen Grimalkin-Tradition erzählen. Während der Winterlichter hängen alle Kätzchen Socken am Feuer auf, gefüllt mit Spielzeug in der Hoffnung, Sandpfote den Winterlichter-Piraten anzulocken. Ach du Scheiße. Sandpfote wird versuchen, die Leckereien in den Strümpfen zu stehlen, aber die Kätzchen haben das Zimmer vorher mit Fallen präpariert. Die Kinder, die es schaffen, können Spielzeug und Süßigkeiten vom dicken alten Kater stehlen. Und die, die es nicht schaffen, werden bestohlen. Ich weiß, du bist kein Kätzchen, aber hier ist dein Platz, um deine Socken aufzuhängen, falls du versuchen willst, den alten Sandpfote selbst zu ködern. Goodbye. Okay. Gut, wir haben ja eigentlich schon unsere Dinger voll. Deswegen, wie gesagt, ich mache mich jetzt für euch auf zum Haus. Indirekt werde ich aber vorher nochmal eben die anderen alle durchgehen und werde da nochmal die Texte aufnehmen. Bis gleich. So, ich bin zurückgeportet und da steht Gina. Mal schauen, was sie uns zu sagen hat. Hope you've settled in without much trouble. Also, wie verlief das Verteilen der Kerzen? Ich denke mal gut, ne? Es hat Spaß gemacht. Puh, ich bin froh, dass es dir gefallen hat. Ich hatte so Angst, dass es dir nicht gefallen würde. Also jetzt, da ich weiß, dass es dir gefällt, möchtest du eine Kerze für mich anzünden? Habe ich schon, aber kann ich gerne nochmal machen. Eine Kerze mit dir anzünden wäre schön. Wirklich? Oh gut, das freut mich. Also, was sind deine Hoffnungen für das nächste Jahr? Ich möchte reich werden, definitiv. Ich möchte das Geheimnis meiner Existenz lösen. Ich möchte in ein neues Land reisen. Ich will einfach nur chillen. Ja, also entweder in ein neues Land reisen, aber das könnte sie vielleicht als negativ ansehen, weil ich hier auch schon in einem neuen Land sozusagen bin. Oder halt eben, ich möchte das Geheimnis meiner Existenz lösen. Ich persönlich will ja lieber reich werden. Oh, ich auch. Das ist definitiv etwas, woran wir zusammen arbeiten können. Am reich werden? Ich würde gerne länger bleiben und plaudern, aber du hast wahrscheinlich noch viele andere Dinge zu tun. Warum nimmst du nicht diesen größeren Kerzenständer, falls noch andere Leute vorbeikommen, um Kerzen mit dir anzuzünden? Oh, und du sollst... Was habe ich jetzt alles bekommen? Ich sehe das ja gar nicht so schnell. Ah! Okay, anscheinend habe ich aber genug Platz gehabt. Hoffe ich zumindest. Oh, und du sollst ein wundervolles Winterlichterfest haben. Dankeschön, Dankeschön.
Ich habe nur keine Ahnung, ob man die Sachen jetzt tatsächlich an den Weihnachtsbaum hängen kann. Weil wir haben ja jetzt wahnsinnig viel bekommen. Wir können auch nicht mit ihm interagieren oder so, deswegen... Ah! Ah, das ist ja mal eine coole Sache. Dann die 1. Muss man hier irgendwo sichtbar machen, ne? Dann hier noch so ein Ding. Total unten drunter, aber okay. Wo kann man das denn noch sichtbar machen? Da. Den Teller. Haben wir denn hier irgendwo einen Tisch, wo wir diesen Teller aufstellen können, theoretisch? Das ist so ein Winterteller. Können wir den nicht vom Kamin vielleicht stellen? Ja, was heißt kein gültiger Platz? Gerade da sieht es doch gut aus. Hm. Also, dann stellen wir den mal hier drauf. Nee, das sind nicht die Sachen mit den Socken hier, ne? Das wollen die unbedingt am Baum haben, nämlich, oder? Nee, an die Wand. Ach so. Für an die Wand ist das bestimmt. Dann machen wir das mal hier hin. Das heißt, diesen Kranz können wir dann auch nur an die Wand hängen, denke ich mal. Aber dann so, dass er einigermaßen gut aussieht, nämlich richtig rum. So, 5 haben wir auch nochmal einen Weihnachtskranz. Den könnten wir hier hinhängen. Dann haben wir noch eine Kugel. Ich wollte gerade sagen, das ist doch auch was für die Wand hier. Wir hängen momentan einfach erstmal alles auf, ne? Ich meine... So, ach, das sind die Socken. Da, ich hab sie. Och nö, die muss man doch auf dem Kamin aufhängen können. Alles andere ist doch unlogisch. Wieder ist was im Weg. Oh, ja, ernst jetzt? Naja, gut, ist zumindest meine Greifhöhe. Dann ist es okay. Kerze ist wahrscheinlich so zum Hinstellen, denke ich mal. Ja, 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 das ist nichts für einen Baum. Ja, dann haben wir ja eigentlich nicht mehr allzu viel, was wir noch machen können. Dann können wir eigentlich nur den Baum mit 2 Sachen beschmücken. Ja, 3 Sachen. Glocken sind ja auch noch dabei. Mal hier hin. Ja, und sonst bis auf ein paar Kügelchen. Moment, ist das vielleicht für oben drauf? Eigentlich ja, aber darf ich nicht machen, weil ich drin bin oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Ohne Scheiß jetzt. Weil ich mir den Tannenbaum drinnen reingesetzt habe, darf ich das Ding, was oben drauf kommen soll, nicht reinsetzen. Also nicht da drauf setzen. Ihr habt sie doch nicht alle, ganz ehrlich. Ich kann den doch nur drinnen hinsetzen. Ich meine, ich könnte ihn natürlich auch noch draußen setzen, aber wozu? Na gut, okay. Dann schmeißen wir... Ach so, diesen... Wieso habe ich den eben nicht gesehen? Diesen weihnachtlichen... Kerzenständer. Nur wegen dem einen Schall soll er weihnachtlich sein. Na gut. Tun wir den hin. Wenn, da muss man den Schall ja auch sehen, weil sonst wird er nicht mehr weihnachtlich aussehen. Sind wir mal ehrlich, er sieht doch jetzt nicht weihnachtlich aus. gut. Dann Weihnachtsteller jetzt woanders hinzustellen, ist blöd. Können wir natürlich trotzdem machen. Sieht ja auch so ganz schön aus. Ja, gut. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, nachdem das doch wahnsinnig lange geworden ist, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und die Folge damit beenden. Und ich denke mal, ich werde die Sachen so ein bisschen zusammenschneiden, damit das nicht so extrem viel ist, auch wo ich die Sachen gesucht habe. Da werde ich das definitiv auch zusammenschneiden. Und... Jetzt muss ich mal eben ganz schnell mich beeilen, damit ich dann eine neue Folge starten kann und wir dann zur Mitternachtsparty gehen können mit Seki. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.